Ja, liebe Teilnehmer, guten Tag zum erstmal für diesen Jahr letzten Trinota 1 Webinar. Morgen haben wir dann noch einmal das Trinota 2 Webinar und sind dann für dieses Jahr erstmal mit insgesamt 18 Webinaren für unsere Kunden aus Baden-Württemberg durch. Werden dann gegebenenfalls für nächstes Jahr noch weitere anbieten, falls da noch Bedarf sein sollte. Ja, welches Thema heute? Wir haben das Thema Trinota 1, die neue Oberfläche und Aktenverwaltung. Das heißt, wir beginnen von ganz vorne. Wie lege ich eine Akte an? Wie bediene ich die Oberfläche? Welche Funktionen gibt es hier? Und werden uns die anschauen. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, können Sie über den Chat einfach eine Frage einstellen und dann werde ich die dann entsprechend beantworten. Das wird mir dann angezeigt, dass eine Frage vorliegt und dann werden wir das gemeinsam durchgehen. Gut, dann wollen wir beginnen, wollen wir direkt einsteigen. Was Sie hier im Hintergrund sehen, ist der Aktenexplorer. Der Aktenexplorer ist Ihre zentrale Schaltzentrale, die Ihnen, aus der Sie alles starten, machen können, die Akten verwalten können, in die Urkundenrolle eintragen, eine Rechnung schreiben. Also alles, was Sie irgendwie im Notariat machen wollen, können Sie hierüber, über diese zentrale Schaltflächen, können Sie das alles tun. Aufgebaut ist der Aktenexplorer wie ein typisches Windows-Programm. Und zwar können Sie, haben Sie einen sogenannten Ribbon. Ribbon heißt einfach nur das, was Sie hier sehen, nämlich hier wie in Office, wie in Word oder Excel, verschiedene Laschen, die Sie durchlaufen können. Sie sehen, da gibt es hier Start, es gibt Stammaktenvorgänge, Klienten, Dokumente, Urkunden, Rechnungswesen, weitere und Extras. Also da finden Sie über diesen Ribbon alle Funktionen, die Sie irgendwie mal in Trinota brauchen können. Ja, alles über diese Laschen erreichbar. Dann gibt es ganz links noch Datei. Da finde ich so die Grundinformationen. Da finde ich, welche Lizenz haben Sie? Wie sind Sie lizenziert? Welche Kundennummer gehört zu Ihnen? Wer ist der? Wie können Sie den Helpdesk starten? Da können Sie hier draufklicken. Dann startet der Teamviewer. Darüber können wir uns mit Ihnen im Notariat verbinden und Ihnen dann ja, helfen, Fragen beantworten, etwas vorführen. Sie können uns die Maussteuerung überlassen und wir können dann Ihnen in allen Fragen entsprechend helfen. Ansonsten finden Sie hier noch bei Tools zum Beispiel das Tastenkürzel anzeigen. Das heißt, da können Sie sich Ihre Tastenkürzel anzeigen lassen, die Sie so üblicherweise brauchen. Ja, es gibt immer in jedem Notariat die Freunde der Tastaturkürzel. Die finden Sie hier drin und die können dann hier aber nachschauen. Es steht aber auch hinter den einzelnen Funktionen, wenn Sie die aufrufen, auch das Tastenkürzel dahinter. Ja, das heißt, auch da können Sie sehen, wie man dann entsprechend das Tastenkürzel bedient und dann können Sie das nehmen. Sie können sich die ganze Liste Tastenkürzel auch ausdrucken und unter das Kopfkissen legen. Vielleicht lernen Sie sie dann schneller auswendig oder gerne auch unter den Weihnachtsbaum legen und per Weihnacht Geschenk verteilen. Dann finden Sie zusätzlich noch unter Datei die zuletzt verwendeten Akten. Das sind vier Stück, die Sie zuletzt mal geöffnet hatten. Ja, ich öffne mal hier unsere Wagner-Müller-Akte, klicke da drauf und dann haben Sie die offen, ohne dass Sie die gesondert nochmal irgendwie suchen müssen. Haben die wunderbar in der Überblick und müssen halt die letzten Akten, die sie so benutzt haben, nicht mehr wenn die das hier dann ja, weiter sehen. Okay, wenn Sie eine Akte öffnen, Sie sehen, dann haben Sie hier so einen Karteireiter offen. Sie können theoretisch so viele Karteireiter öffnen, wie Sie möchten. Irgendwann wird es natürlich auch das aus dem Bildschirm raus, je nachdem, wie groß Ihr Bildschirm ist.
kommt dann hier so kleine Pfeile, ne, dann können Sie dann auch hier mehrere Akten noch zu mehreren Akten wechseln. Irgendwann wird es natürlich auch eventuell unübersichtlich. Das müssen Sie selber entscheiden, da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Wenn Sie eine Akte wieder schließen wollen, gibt es dann hier dieses kleine schwarze X und da können Sie eine Akte einfach wieder zumachen. Ja, Sie können auch, müssen auch nicht gleiche Typen offen haben. Sie können auch beispielsweise hier eine Akte offen haben. In der nächsten Lasche haben Sie dann Ihr Postfach offen und in der nächsten Lasche die Urkundenrolle. Ja, also Sie können das auch miteinander verbinden und ja, stellen Sie sich halt vor, das wäre Ihr Schreibtisch und Sie haben halt verschiedene Akten bzw. Unterlagen auf Ihrem Schreibtisch dann liegen. So, wie sieht so eine Akte aus? Gucken wir uns die mal einmal kurz an und dann gucken wir uns das Menü an, bevor wir dann selber eine eigene Akte anlegen. Also, eine Akte sieht so aus. Ich habe hier eine Referenznummer, das ist die Entwurfsnummer, da sind Beteiligte drin, da sind Dokumente drin, also die Beteiligten, die ich beispielsweise als Verkäufer aufgenommen habe. Hier sind Entwürfe drin, hier sind alle Briefe, Dokumente, alles, was Sie brauchen drin. Kalendereinträge, wenn Sie welche mit der Akte verknüpft haben und unter Kommunikation beispielsweise Ihre E-Mails, die Sie verschickt haben oder E-Mails, die Sie hineinbekommen, die können Sie auch hier super sehen. Und so haben Sie alles immer im Überblick. Ja, wir werden jetzt nicht im Detail durch die Akte durchgehen, das werden wir gleich mit unserer eigenen Schulungsakte dann tun. Okay, was haben wir noch? Es gibt immer neben der Akte, also hier kann ich zwischen den einzelnen Teilen aus der Akte wechseln, gibt es hier rechts immer noch eine Detailansicht. Ich mache, schieb die mal hier rüber, man kann die Fenster auch ein bisschen hin und her schieben, ja, und so können Sie dann immer auch die Details ansehen und je nachdem, was ich hier links geöffnet habe, zum Beispiel einen Entwurf, wird mir hier rechts im Detailfenster das entsprechend angezeigt. Ja, ganz wichtig, alle Daten, die Sie angezeigt bekommen, sind eine reine Vorschau auf die Daten. Ich tippe jetzt gerade auf meiner Tastatur rum, das heißt, ich kann die nicht sofort ändern und anpassen. Ja, ich kann die nicht sofort ändern und anpassen, sondern die sind, wie gesagt, nur eine. Moment, jetzt ist mir gerade die Ansicht, jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Da war anscheinend ein Internetwackler dazwischen. Also diese Daten sind reine Ansichten auf die Daten. Ja, Sie sehen, die Felder sind rosa, die sind gesperrt. Der Vorteil ist, der Datensatz an sich ist auch nicht gesperrt. Das heißt, jeder im Notariat oder jeder im Notariat kann sich diese Akte aufrufen, kann sich die ansehen, ohne dass irgendeiner die zur Bearbeitung gesperrt hat. Es kann die trotzdem jeder x-beliebige Anwender auch noch zur Bearbeitung öffnen und Daten ändern und anpassen. Ja, das ist ganz wichtig. Der Vorteil an den reinen Datenansichten, Sie kennen das sicher, wenn Sie ein Word-Dokument zu zweit öffnen wollen, kriegt der zweite die Meldung, die ist gesperrt durch den Benutzer XY und kann nicht geöffnet werden. Ja, der Vorteil ist, einer kann in der Akte arbeiten und man, das Notariat ist trotzdem auskunftsfähig, kann sich die Akte aufrufen und alle Ansichten entsprechend ansehen. Dann haben Sie alles immer im Zugriff. Okay, so sieht dann so eine Akte beispielsweise aus. Es kann sein in verschiedenen Bereichen, dass Sie hier noch ein paar Laschen haben, wie das Infokarteiblatt, den Verfügungsbogen, den Eberstein, die Wertermittlung. Also sind verschiedene Laschen, die kann ich natürlich auch anklicken und da verbergen sich auch wichtige Informationen dahinter. Das Wichtigste neben den ganzen Akten, Daten, Entwürfen etc. ist der Verfügungsbogen. Da geht es ums automatische Briefe schreiben und das automatische Brief erstellen. Ja, das
sind natürlich auch immer wichtige Informationen. Wichtig ist, klicken Sie ruhig überall hin. Ja, wenn Sie zum ersten Mal vor Teamloader sitzen, da kann nichts kaputt gehen. Das sind reine Ansichten. Und wenn irgendetwas zum Löschen ist oder dann kommt immer noch eine Sicherheitsabfrage, ob Sie das wirklich tun wollen. Ansonsten, wie bediene ich die Software? Kurz zum Ändern. Es gibt immer hier an der rechten Seite den Button Bearbeiten. Dort kann ich etwas dann verändern. Dort steige ich dann in die Bearbeitung ein des Vorgangs, ja. Auch wenn ich den zum Bearbeiten öffnen habe, die Ansicht auf den Vorgang kann trotzdem jeder im Notariat noch öffnen und sich anzeigen lassen. Ja, das ist nur als Hinweis. Als zweiter Hinweis, drücken Sie überall mal mit der rechten Maustaste drauf. Ich habe jetzt gerade mit der rechten Maustaste drauf geklickt und da wird Ihnen angeboten, was Sie denn bearbeiten können. Ja, dann spart man sich ein bisschen den Weg. Wenn ich Infokarteiblatt wähle, lande ich dann genau in der Bearbeitung von diesem Infokarteiblatt, von den Inhaltsdaten und kann die ändern. Ja. Sie kommen aber jederzeit auch, wenn Sie mit der linken Maustaste draufklicken, in die Bearbeitung des Vorgangs hinein. Mit der Maske beschäftigen wir uns gleich noch und können hier beliebig rumspringen und alle Daten, die Sie irgendwie mal erfasst haben, ändern und Sie kommen da jederzeit wieder dran. Okay, wie lege ich etwas neu an? Das machen Sie alles, was Sie neu anlegen wollen, geht hier oben über diesen Bereich Start. Ja, wir haben hier auch noch verschiedene Bereiche wie Urkunden, Dokumente. Was sich dahinter verbirgt, sehen wir gleich. Also im Bereich Start, dort gehen Sie hin, wenn Sie etwas neu anlegen möchten. Ja, sagt ja auch das Wort Start schon. Und in diesem Startbereich haben Sie verschiedene Menüs. Es gibt das Menü Neu, Hinzufügen, aktuelle Auswahl und Ansicht. Und auch in den anderen Bereichen gibt es, wenn ich zum Beispiel mal den Bereich Urkunden hier anklicke, gibt es die Urkundenrolle der Kostenregister, Namens gibt es die Auswertung und die Anwendung selber. Ja, das heißt, die ganzen speziellen Auswertungen wie Statistik oder die Anderkontenliste finden Sie dann im Bereich Anderkonten. Dort finden Sie dann das Namensverzeichnis und das Verwahrbuch. Ja, das heißt, alles, was so speziell für einen bestimmten Bereich eine Auswertung ist oder irgendetwas anzeigen soll, das ist für diesen finden Sie in dem Bereich selber. Ja, das sind in der Regel Listen, Reports, Auswertungen, irgendwas zum Ausdrucken. Also das finden Sie alles hier. Ja. Im Bereich Start finden Sie alles, was Sie neu machen wollen. Ja. Jeder Bereich hat dann auch immer noch seine eigene Suchoption. Die gucken wir uns dann gleich an, um wieder etwas Bestimmtes dann zu suchen und wieder zu finden. Ja. Auch wenn Sie eine Beurkundung eintragen wollen, finden Sie das hier unter dem Bereich Start. Ja. Unter Neu gehen wir mal die einzelnen Bereiche einzeln durch. Unter Neu finden Sie alles, was Sie komplett neu an Akten anlegen wollen. Ja. Sie fügen nicht zu irgendetwas was hinzu, sondern Sie starten etwas komplett Neues. Deshalb heißt der Bereich Neu. Dort finden wir Dokument, Stammakte, Klientenakte, Vorgangsakte, Massenbeglaubigung und Nachricht. Dort lege ich quasi eine neue Akte an. Den Unterschied zwischen Stammakte, Vorgangsakte, Klientenakte gucken wir uns gleich an. Dokument würde man wählen, wenn man ein Dokument, einen Entwurf anlegen will. Wenn man ein Dokument anlegen will, ohne Vorgangsakte. Ja, man legt einfach ein Dokument ohne Akte einfach an und einen Entwurf und schreibt diesen. Ja, Nachteil, wenn man erstmal ein Dokument schreibt ohne Akte, werden keine Daten aus der Akte eingemischt, sofern man da entsprechende Hyperlinks oder Variablen hat. Ja. So. Stammakte, Vorgangsakte, Klientenakte. Was ist der Unterschied? Vorgangsakte ist quasi ein Abbild, ein digitales Abbild Ihrer Papierakte. Also dort legen wir, wenn Sie den Kaufvertrag haben, legen Sie hier eine digitale Akte für den Kaufvertrag an. Dort kommen die Entwürfe rein, die Briefe,
Dort kommen die extra Dokumente rein. Alles, was so zu zu einem Vorgang, zu einer Urkunde gehört, wird dort gesammelt. Also quasi Ihre Papierakte in digitaler Form. Dann gibt es eine Stammakte. Eine Stammakte ist nichts weiteres als ein Aktenschrank mit ganz vielen Schubladen. In diesem Aktenschrank können Sie verschiedene Vorgangsakten in die Schubladen hineinlegen. Ja? Man beschriftet eine Schublade und legt dort Vorgangsakten hinein. Es ist eine reine Sortierfunktion. Warum macht man das? Ein Beispiel wäre ein Kaufvertrag und eine Grundschuld. Die gehören thematisch ja zusammen, sind aber laut unserer Definition zwei Vorgangsakten. Ja, zwei Urkunden, zwei Vorgangsakten. Und in dem Notariat, da ist das auf dem Gummiband drum. Oder die werden in so einen großen Aktendeckel eingeschlagen, also zwei Urkunden sortiert in eine Schublade. Die Schublade wäre dann die Stammakte. Oder ein Bauträgervertrag, ein größerer Bauträgervertrag, ein Feld mit 10 Eigentumshäusern wird verkauft. Jedes Haus hat natürlich seinen eigenen Kaufvertrag, eine eigene Urkunde. Sie wollen aber diesen kompletten Vorgang, also die kompletten 10 Kaufverträge im Überblick behalten. Ja, weil wenn der Bauträger anruft, wenn der Bauträger halt anruft, hat er vielleicht Fragen nicht nur zu Haus 1, sondern zu Haus 1, 3, 5 und 7 und dann haben Sie halt den Kaufvertrag schön im Überblick. Ja. Eine Klientenakte ist quasi Ihr Adresseintrag. Das heißt, wenn Sie eine Person, die noch nie bei Ihnen war, neu erfassen, legen Sie ja eine Adresse an. Das kennen Sie aus jeder x-beliebigen anderen Software auch. Und diese Adresse wird in den Klientenstammdaten gespeichert und wird automatisch eine Klientenakte. Warum wird es eine Klientenakte? Wenn Sie diese Person irgendwo als Verkäufer, Käufer oder Makler oder als irgendeinen Beteiligten in einer Urkunde oder einem Vorgang erfassen, ja, dann erscheint dieser Vorgang automatisch in der Klientenakte. Das heißt, die Klientenakte füllt sich automatisch durch das System, indem Sie nur Personen erfassen. Deshalb heißt das nicht nur Adressbucheintrag, sondern Klientenakte. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt mal nach einem Klienten suchen, der häufig bei Ihnen war, dann finden Sie dort auch höchstwahrscheinlich schon einige Vorgänge drunter. Okay, das ist der Unterschied zwischen Stammakte, Vorgangsakte, Klientenakte. Massenbeglaubigung ist ein Tool, das ist jetzt schon drin, ist aber erst bei einem Kunden aktiv und wird ja, demnächst irgendwann mal für alle freigegeben, aber die Funktion gibt es schon. Das wäre, wenn Sie eine Beglaubigung machen müssen für eine Bank oder für eine Versicherung oder wen auch immer, wo Sie ganz viele Urkunden am Stück machen müssen, die alle identisch sind. Und das ist einfach ein Tool, das Ihnen das ein bisschen erleichtern soll. Dann gibt es noch Nachricht, das ist die Verwaltung Ihrer E-Mails. Also Sie können, das war Thema vom Freitag, Sie können E-Mails aus der Akte herausschreiben, als auch in die Akte hineinlegen. Ja, das findet dann hier im Bereich Kommunikation statt. Ja, da hat man zum Beispiel eine E-Mail mal geschrieben, dann gab es eine Antwort darauf, da wurde ein Entwurf mitgeschickt und das alles will ich zur Akte speichern und das mache ich alles mit Nachricht. Bei Nachrichten neu, schreibe ich natürlich eine neue E-Mail. Ja, mit dem Vorteil, dass mir alle Dokumente aus der Akte vorgeschlagen werden als E-Mail-Anhang etc. Ja, alle Beteiligten, die in der Akte eine E-Mail-Adresse haben, werden mir als Empfänger vorgeschlagen, weil das System einfach davon ausgeht, dass man, wenn man eine E-Mail zu einer Akte schreibt, dass man dann auch an eine bestimmte Person aus der Akte schreiben will. Gut. Dann gibt es hier den Bereich hinzufügen. Es heißt hinzufügen, weil ich etwas entweder in den Bereich hinzufüge oder in die Vorgangsakte. Ja? Ich stehe hier auf einer Akte drauf und sage Beurkundung. Dann trage ich in die Urkundenrolle ein, ja, mit
entsprechender Verknüpfung zur Vorgangsakte. Ich füge dieses hinzu zur Vorgangsakte. Deswegen hinzufügen. Und alle Daten, die ich in der Akte mal erfasst habe, werden mir hier vorgeschlagen. Ja. Ich kann auch, wenn ich gar nichts offen habe, füge ich eine Beurkundung oder einen Registereintrag, einen Eintrag in die Urkundenrolle, ja, ohne Aktenverknüpfung zu, geht natürlich auch. Dann muss ich das natürlich per Hand erfassen, ja. Dann gebe ich die Beteiligten, die Daten, Geschäftszweck etc. Das war eben alles ausgefüllt per Hand ein. Da füge ich einfach nur einen Registereintrag der Urkundenrolle hinzu. Ja, dann entsprechend halt ohne Vorgangsakte. Das geht natürlich auch immer. Ja, das Gleiche geht für ein Anderkonto, für eine Rechnung. Ich kann natürlich eine Rechnung schreiben, ohne dass ich eine Akte angelegt habe. Das ist selbstverständlich immer möglich. Okay. Dann gibt es noch den Punkt aktuelle Auswahl. Wenn ich hier auf Hinzufügen klicke oder Bearbeiten, passiert erstmal nichts. Ja, ich kann hier ein Infokarteiblatt wählen. Oh, hier kommt eine Fehlermeldung, die sollte natürlich nicht kommen. Das heißt, wenn ich hier irgendetwas mache und ich habe nichts ausgewählt, passiert natürlich auch nichts. Ja, wenn ich jetzt hier auf meine Akte gehe, die Wagner-Müller-Akte, und sage jetzt Hinzufügen, Sie sehen, ist die Liste deutlich länger. Das heißt, je nachdem, wo ich mich im System befinde, werden mir hier auch dann die Inhalte entsprechend angezeigt. Ja, also dieser Bereich, der passt sich an, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Ich kann natürlich auch mir eine Klientenakte aufrufen. Ja, vom Hans Schade. Sie sehen, der hat schon, ist an 4 Vorgängen beteiligt, an 12 Urkunden, hat eine Rechnung bekommen. Also man hat einen ganz guten Überblick über diese Person. Ja. Und ich kann auf Hinzufügen klicken und Sie sehen, die Liste ist zwar ein bisschen kleiner, weil ein Registereintrag zu einer Person geht natürlich nicht, aber ich kann dem einen Brief schreiben, ich kann eine Notiz dazu schreiben, ich kann Dateien anhängen, also ich kann zu den Personen auch etwas tun. Ja, ich gehe nochmal zum Vergleich auf die Akte drauf, hinzufügen. Ups, jetzt bin ich immer noch auf dem Hans Schade. Ja, wieder hatte sich beim Hans Schade festgebissen. Ja, dann habe ich hier eine viel längere Auswahl, eine viel mehr. Ich kann einen Entwurf schreiben. Ein Entwurf nur zu einer Person ist eigentlich Unsinn. Ne? Gut. Dann haben wir hier noch einen Bereich Ansicht. Ansicht zeigt mir hier ein paar wichtige Funktionen, zum Beispiel öffnen. Öffnen ist gleich, ich öffne eine vorhandene Akte, sprich, ich suche mir eine Akte. Wir gucken uns gleich mal die Suche an, was man hier alles machen kann. Unter Favoriten mache ich auch mal auf. Sie sehen, das ist eine eigene Lasche. Ich kann mir hier meine Lieblingsakten, die ich so habe, wenn Sie den Bauträger nehmen oder Sie haben eine Akte, wo Sie wissen, der ruft täglich an, das wird auf jeden Fall viel Kommunikation für Sie. Dann, wenn Sie die nicht immer raussuchen sollen, können Sie hier eine Akte in diese Favoritenkiste reinlegen. Das machen Sie, indem Sie die Akte auswählen, klicken dann auf diesen Stern und können dann sagen, ich mache jetzt Lieblingsakte 2, weil ich schon eine Lieblingsakte hier drin habe. Gehe auf OK und dann ist die Lieblingsakte 2 hier verknüpft. Und mit dem Doppelklick kann ich die jederzeit wieder öffnen, ohne dass ich die neue nach dem Namen etc. suchen muss. Ja? Der Name Lieblingsakte 2 ist natürlich nur der Favoriteneintrag, nicht Änderung des Namens der Akte. Das ist ganz wichtig. Okay. Dann gibt es hier noch das ganze Bildschirm. Das ist eine Funktion, wenn man beispielsweise mit Word zu tun hat. Das zeige ich Ihnen mal. Ich gehe hier auf Entwürfe und dann habe ich ja hier eine Vorschau auf mein Word-Dokument. Das ist viel zu wenig, zu klein. Dann kann ich hier sagen, ganzer Bildschirm und dann wird halt dieses Detailfenster, dieses Word, dann werden Akte, alles wird ausgeblendet und mir halt das komplette Dokument angezeigt. Ja? Wichtig, auch hier, ich tippe jetzt gerade rum, hier kann ich nicht drin arbeiten. Ja, das ist nur zum Angucken. Das ist eine Ansicht.
Sobald ich auf Bearbeiten gehe, geht natürlich Word auf und in Word kann ich dann auch mein Dokument bearbeiten. Ne? So wie hier. Und hier darf ich natürlich auch dann rumschreiben. Okay. So, dann habe ich hier meine Funktion Ansicht übergeben. Das ist auch eine ganz sinnvolle Funktion. Und zwar nehmen wir mal an, der Herr Wagner ruft jetzt an und sagt hier, ich habe Fragen zu meinem Entwurf mit der Nummer 1157. Da gehen Sie ans Telefon, besprechen das mit dem und stellen fest, okay, das muss die Kollegin XY bearbeiten oder vielleicht der Notar oder die Notarin. Dann würden Sie ja das Telefonat weiterleiten an die entsprechende Person, gehen dann auf, er nimmt das Telefonat an, wir klicken dann auf Ansicht übergeben und kriegen alle Anwender angezeigt, die aktuell an Trinota angemeldet sind. Da gehe ich drauf, auf den ich schicken will, gehe auf OK und beim Empfänger, ich mache jetzt mal alles wieder zu, ja, beim Empfänger, ich bin jetzt der Empfänger, geht ein Fenster auf, der Anwender Alk Wagner möchte Ihnen die Ansicht auf den Vorgangeintrag 1157 Wagner Müller übertragen. Ich kann ablehnen, ja, oder ich sage annehmen. Und wenn ich annehmen klicke, öffnet sich die Akte mit der Ansicht, die losgeschickt wurde. Und ich als Absender bekomme hier eine Nachricht, der Alk Wagner hat die Ansicht angenommen. Ja, das Telefonat übergeben, Akte hinterhergeschickt und schon, muss der Telefonempfänger die Akte nicht mehr erneut aussuchen. Ansicht aktualisieren, das wäre für den Fall, vielleicht kommen wir danach auch noch dorthin. Wenn ich hier eine Ansicht habe, da steht hier im Wert 20.000 Euro drin, dann aktualisiert sich ja nicht ständig die Ansicht. Das heißt, es wird nicht ständig gewackelt oder neue Daten geladen. Es würde Ihr Netzwerk ganz schnell überlasten und Ihr Bildschirm würde die ganze Zeit wackeln und die Daten verändern. Ja, es kann sein, dass Sie gerade eine Akte offen haben und im Hintergrund jemand anders bearbeitet diese Akte und ändert beispielsweise den Geschäftswert. Ja, wenn Sie eine Akte neu öffnen oder bearbeiten, haben Sie logischerweise immer die aktuellsten Daten. Dann haben Sie nochmal einen Serverzugriff. Ja. Aber wenn Sie die hier offen stehen lassen, eben nicht. Und dann können Sie hier über Ansicht aktualisieren. Sie sehen, dann wackelt es einmal, sich die neuesten Daten vom Server dann abholen. Ja. Ist aber eher selten der Fall, weil normalerweise in den Notariaten ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Akten halt bearbeitet und verändert und dann auch weiß, was sich wie geändert hat. Gut. Dann kann ich auch in die einzelnen Bereiche reingehen, beispielsweise in Urkunden. Ja. Gehe mal auf Anwendung Urkunden drauf und öffne mir so in jedem Bereich eine eigene Lasche mit einer eigenen Suche nur für Registereinträge. Das heißt, hier geht jetzt nicht um die Dokumente. Und da kann ich danach suchen. Urkundenreferenz 17. Und finde hier meine ganzen Registereinträge. Ein Registereintrag ist immer dann Eintrag in die Urkundenrolle und die Daten und wie ist der bewertet oder nicht. Ja, gibt es da schon eine Rechnung zu? Das sehe ich dann hier an der Bewertung entsprechend. Wie gesagt, ich befinde mich jetzt im Bereich Urkunden, also kann ich auch nur nach Registereinträgen suchen. Ja, nicht wie in einer Vorgangsakte, habe ich dann Registereintrag, Kommunikation, Dokumente, eventuell alles im Überblick. Ja, hier Bereich. Vorstellen können Sie sich das wie so ein Postkörbchen auf Ihrem Schreibtisch. Ja, Sie kennen ja alle diese Postkörbchen, die man übereinander stapeln kann mit den einzelnen Fächern. Da gibt es dann ein Postkörbchen für Urkunden, ein Postkörbchen für Rechnungen, ein Postkörbchen für Dokumente. Ja, dort haben Sie alles immer drin und jetzt können Sie beispielsweise sich das Postkörbchen Rechnungen raussuchen. Ja, dort finden Sie nur Ihre Rechnungen, wühlen darin rum und suchen sich die passende Rechnung, die Sie haben wollen. Ja, die haben aber auch natürlich die Vorgangsakte und die Vorgangsakte ist wie ein Spieß durch alle diese Postkörbchen durch und alles, was zu einem bestimmten Vorgang, zu einer Urkunde gehört, wird in dieser Spießsicht angezeigt. Das heißt, die Vorgangsakte sammelt aus den einzelnen Bereichen die Daten, die zusammengehören, beispielsweise für diesen einen Kaufvertrag und zeigt die Ihnen hier an. Es bleibt aber
der exakt gleiche Datensatz. Ja? Wenn wir das jetzt mal in die Urkundenrolle eintragen, ich mache das jetzt mal auf die Schnelle, werden dann gleich sehen, ja, auf Start Urkundung. Na, das ist Thema dann morgen, wie trage ich in die Urkundenrolle ein? Jetzt habe ich einen Registereintrag 17B0101. Ja, das ist mein Registereintrag, den habe ich jetzt hier in der Akte. Ich befinde mich jetzt hier in der Akte drin. Und wenn ich in den Bereich Urkunden gehe, habe ich auch hier mein 17B0101. Ja, das heißt, ich kann mir hierüber die Daten ansehen und aus der Akte heraus habe ich exakt die gleichen Daten. Ja, und egal aus welcher Richtung ich komme, ich kann, Entschuldigung, ich kann die Daten, egal wo sie sich gerade befinden, da müssen sie sich keine Gedanken machen, kann die auch verändern. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, schreibe hier rein Test, gehe auf Speichern, schaue dann in meine Akte, jetzt Spießsicht, ja, Ansicht aktualisieren, jetzt haben wir den Fall einmal, dann habe ich auch hier Test drin stehen. Ja, wenn ich hier etwas bearbeite, dann geht das ganz andersrum. Es ist der gleiche Datensatz, nur einmal aus der Akte gefunden und einmal aus dem Bereich gefunden. Das ist der Unterschied zwischen der Bereichssicht und der Aktensicht. Und es ist auch egal, ob Sie diese Akte jetzt in der Klientenakte finden. Ja, jetzt gehen wir mal hier in den zu dem Verkäufer Hans Schade, öffnen uns diese Klientenakte. Und auch hier ist ja unser 17B0101 drin. Ja, und in diesem Vorgang ist auch die Urkunde drin und der Registereintrag. Und auch hier kann ich reingehen, bearbeiten. Schreibe jetzt hier noch Test hin, jetzt aber zweimal Test drin stehen, speichern. Ja, aus der Klientenakte heraus, wenn ich jetzt in den Urkundenrolleneintrag gehe, einmal die Suche neu, 17B und jetzt habe ich hier Test drin stehen und in der Vorgangsakte, ich habe den Registereintrag, Ansicht aktualisieren, auch hier Test. Das heißt, egal aus welcher Richtung Sie kommen, wo Sie etwas wiederfinden, Sie klicken auf Bearbeiten und bearbeiten den zentralen Datensatz, den es gibt und können überall was verändern. Sie müssen nicht aufpassen, ach, ich will jetzt die Adresse ändern, da muss ich ja in die Adressverwaltung. Ja? So. Gut, das zu den einzelnen Ansichten. Machen wir die Akten wieder zu. Und jetzt gucken wir uns einmal die Suche an. Wie finde ich etwas wieder? Das gegenüber öffnen. Und jetzt kann ich nach hier suchen, nach Klientenakte, Nachrichten, Stammakte, Vorgangsakte. Nach Nachrichten sucht man eher selten. Die werden ja in Akten angelegt. Da kann man nach Betreff suchen. Aber habe ich noch ganz selten erlebt, dass jemand wirklich Betreffs sich merkt und die noch weiß hinterher. Ich kann nach einer Vorgangsakte suchen oder Klientenakte oder Stammakte. Stammakte, hatte ich ja gesagt, ist nur eine Schublade, hat also relativ wenig Suchoptionen, nämlich das Rubrum, eine Volltextsuche und das Stammaktenzeichen. Stammaktenzeichen kennt man selten, Rubrum schon eher, ist der Name der Akte. Ja, der einzige Unterschied hier ist, es gibt eine normale Suche und eine Volltextsuche. Die Volltextsuche erkläre ich Ihnen mal anhand einer Klientensuche, da wird es am deutlichsten. Suche ich eine Klientenakte, kann ich nach Name, Vorname suchen. Bei uns wird immer unterschieden Nachname, Komma, Vorname. Ja? Das heißt, Sie müssen Nachname, Komma, Vorname eingeben, damit das System erkennt, welches der Nachname und welches der Vorname ist. Es gibt aber auch hier eine Volltextsuche nach Name, Vorname. Und was können Sie da eingeben? Ich gebe jetzt zum Beispiel mal ein Öl, Akta. Was wird gefunden? Magdalena Müller. Weil Öl kommt im Nachnamen vor, ja, von Müller. Und Akta kommt in Magdalena vor, im Vornamen. Ja. Das heißt, die Volltextsuche sucht nicht exakt die gleichen Buchstaben, sondern sucht auch im Namen nach den Buchstaben. Ja? Das heißt, wenn Sie nicht genau wissen, bei Firmierungen zum Beispiel,
wie die geschrieben wird. Dann können Sie die Volltextsuche nehmen und so. Und so versuchen, die passende Akte zu finden. Ja, Doppelklick auf das Suchergebnis öffnet dann die entsprechende Akte. Okay, dann kann ich noch suchen bei einer Klientenakte nach dem Ort, der Postleitzahl und der Straße. Ja, da auch wieder hier mit Komma getrennt. Ich könnte hier zum Beispiel eingeben Hamburg, Komma Alster. Ja, dann wird mir die 25. Vermögensgesellschaft GmbH angezeigt. Warum? Weil ich nach dem Ort Hamburg gesucht habe und in der Straße Alstertor. Tor beginnt mit Alster. Ja, wichtig ist mit Komma getrennt. Das haben wir eingebaut, weil man das ja manchmal so im Kopf hat, ne? Dass man im Kopf hat, ach, da war da letzte Woche der wohnte doch im Alstertor und Sie wissen aus Hamburg, dann können Sie das so eingeben und finden dann entsprechend die Person wieder. Dann haben Sie noch ein Stammaktenzeichen und Sie können auch suchen nach der Telefonnummer, Fax oder E-Mail. Ja, wenn Sie einen Telefonrückruf bitte bekommen und den Namen können Sie nicht mehr lesen, also wissen nicht, wer das ist, dann können Sie mal nach der Telefonnummer suchen. Setzt natürlich voraus, dass Sie auch Telefonnummern in Trinota hinterlegen, dass das System das auch entsprechend finden kann. Gut. Machen wir die Suche nochmal auf. Okay, dann gibt es hier unten noch die erweiterte Suche. Die erweiterte Suche hilft Ihnen, wenn Sie besonders viele Einträge erwarten, Suchergebnisse, zum Beispiel bei Peter Müller. Ja, Peter Müller ist ein häufiger Name, also wird er wahrscheinlich bei Ihnen auch im Notariat häufiger vorkommen. Und es dann ja, schwieriger machen, den wiederzufinden. Das heißt, Sie können auch Suchergebnisse kombinieren. Ja, zum Beispiel Name, Vorname. Mit der Steuerungstaste können Sie auch den Ort beispielsweise auswählen. Dann gehe ich auf OK und dann haben Sie zwei Suchergebnisse. Ja, das heißt, wenn ich jetzt suche nach einem Wagner aus Fürth, ja, finde ich hier drei Suchergebnisse. Das heißt, die Eva Wagner, die wohnt in Hürth, das Ehepaar Arik und Eva Wagner wohnt in Hürth und der Arik Wagner wohnt auch in Hürth. Ja, das heißt, diese Suchergebnisse können Sie so miteinander kombinieren und finden so auch bei Peter Müller den Peter Müller wieder, den Sie brauchen. Ja? Wenn Sie diese erweiterte Suche nicht mehr haben wollen, klicken Sie hier wieder drauf, gehen auf die Suchoption, die Sie haben wollen und haben den so wieder auf eine ein Suchkriterium das System umgestellt. Okay, öffnen eines Ergebnisses, einfach Doppelklick drauf und dann haben Sie hier vollen Zugriff auf die einzelnen Akten. Wieder klein. Gut. Also, das wäre die Suche. Sie können auch nach einer Vorgangsakte suchen. Gehen wir nochmal nach zur Vorgangsakte. Und da haben Sie auch verschiedene Aktenzeichen. Sie können auch nach der Referenznummer suchen. Bei uns die Referenznummer ist im Entwurfsstadium eine vierstellige bzw. später mal fünfstellige Nummer, die einfach hochzählt. Auch die ist eindeutig, also exakt so eindeutig wie eine Urkundennummer. Und nach der können Sie natürlich dann auch suchen. Sie haben vorhin gesehen, die 1057, ne, das war so eine, werden wir auch gleich sehen, wenn wir unsere Akte anlegen, kriegt die auch erstmal eine Entwurfsnummer. Später können Sie dann suchen nach der Urkundennummer. Sie sehen die unten 17B0079. Das heißt, ich gebe ein 17B. So, jetzt finde ich noch nichts wieder. 009007. Ja, finde hier dann alle, die mit 007 beginnen. Und wenn ich jetzt die 79 eingebe, habe ich halt exakt die eine Urkunde, die ich haben will. Die können natürlich auch eher ein weniger eingeben, kriegen natürlich eine längere Liste. Wenn Sie sagen, ach, die neuen wusste ich jetzt nicht mehr, tun Sie dann so halt die ersten fünf Urkunden. Okay.
Deshalb sind viele dazu übergegangen. Ich weiß, sich diese Referenznummer und die einzelnen Aktenzeichen, also Entwurfsnummer oder UCO-Nummer, auf den Brief zu schreiben beziehungsweise ausgeben zu lassen per Hyperlink. Da steht dann auf Ihrem Briefkopf, unser Zeichen ist die 17B0070, und dann finden Sie halt so, wenn Sie Post bekommen, direkt die zugehörige Akte wieder. Das Ganze geht auch, Sie sehen oben drüber, über die sogenannte Schnellsuche. Das ist diese hier. Das heißt, wenn ich hier eingebe 17B0070, ja, die muss dann bei der Schnellsuche exakt sein. Enter, öffnet sich die entsprechende Achtmann-Akte, und dann habe ich die sofort offen. Ja. Auch das hilfreich in der schnellen Suche. Und dem Wiederfinden von einzelnen Akten, und dort können Sie auch direkt dann drin arbeiten. Sehr schön. Das wäre mal ein Ausflug in die Suche. Wir gucken uns jetzt an, wie lege ich eine Akte an. Und dazu gehe ich in den Bereich Neu und klicke einfach auf Vorgangsakte. Sie sehen, die wichtigsten Funktionen, die Sie aufrufen wollen, alle sind auf einen Klick verfügbar. Ja, also nur die Reports wie irgendwelche Listen, die Sie nicht so häufig brauchen, die finden Sie in den einzelnen Bereichen. Ansonsten finden Sie alles, was Sie brauchen, auf einen Klick in dem Ribbon, und dann können Sie dann direkt halt mit einem Klick das aufrufen, ohne sich durch lange Menüs durchhangeln zu müssen. Okay, dann legen wir eine neue Akte an. Wir sehen hier Stammakte und Referatswahl. Ja, und ganz wichtig, das gilt auch für Klienten, Sie müssen nicht alle Klienten anlegen oder alle Adressen anlegen, damit Sie die für die Aktenanlage dann später zur Verfügung haben. Sie können natürlich auch, während Sie die Akte anlegen, dann entsprechend Adressen oder Aktendaten erfassen. Ja, das muss nicht alles vorher passieren. Jetzt wird zuerst gefragt, welche Stammakte wollen Sie denn auswählen, oder wollen Sie eine neu anlegen? Also erste Frage der Vorgangsverwaltung: In welche Schublade soll denn diese einzelne Akte hinein? Ich werde erst aufgefordert zu suchen, und erst nach der ersten Suche kann ich dann auch eine neu anlegen. Ich nenne die Stammakte jetzt mal Wagner Becker, damit wir gleich noch eine neue Person haben. Ja. Und Sie sehen, ich habe jetzt gesucht und nichts gefunden. Also so eine Akte gibt es noch nicht, aber unten ist erschienen der Punkt Neue Stammakte. Ja, das haben wir eingebaut, dass man immer erst mal suchen muss, weil wir viele Rückmeldungen von Kunden bekommen haben, wo Mitarbeiter einfach nicht suchen, sondern immer einfach eine neue Akte an Stammakte anlegen oder eine neue Adresse, was natürlich zu Unmengen Dubletten führt. Deshalb soll man erst mindestens einmal danach suchen. Ja, also wähle ich jetzt Neue Stammakte aus, habe dann hier verschiedene Optionen, wobei für Sie nur zwei relevant sind. Der Rest ist eine Kundengruppe, die ein wenig mit anderen Inhalten arbeitet. Und zwar für Sie interessant ist Verträge mit mehreren gleichrangigen Beteiligten, zum Beispiel Kaufverträge, und Verträge, die überwiegend einer Klientenkarteikarte zuzuordnen sind. Ja, also alle mit gleichrangigen Beteiligten ist immer, wenn Sie zwei Hauptbeteiligtengruppen haben, wie Käufer, Verkäufer. Eine Klientenakte wäre dann eine Handelsregisteranmeldung, wo dann eine Firma aktiv ist, beziehungsweise eine Vollmacht, wo dann halt ein Vollmachtgeber zur Verfügung steht. Und dann der Vorteil ist, dass die halt den in der Stammakte direkt übernehmen können. Ich nehme jetzt mal mit mehreren gleichrangigen Beteiligten. Ja. Wagner Becker wird mir aus der Suche vorgeschlagen als Aktenname, und der Amtsbezirk Düsseldorf wird mir halt vorgeschlagen. Ich gehe jetzt aber erstmal auf Fertig. Die Stammakte Wagner Becker ist direkt ausgewählt. Das heißt, die Schublade ist offen und Akte wurde hineingelegt. Jetzt wähle ich an der Stelle noch, welches Referat soll denn benutzt werden? Was verbirgt sich hinter Referat? Referat enthält ein Referat alle Struktur und Informationen zu einem bestimmten Fall. Das heißt, mit der Referatswahl entscheide ich mich, das ist eine wichtige Entscheidung, was für eine Akte will ich denn anlegen? Ja?
Will ich einen Kaufvertrag anlegen, finde ich in meiner Liste ein Referat Kauf, beispielsweise Kauf lang. Ja. Möchte ich gerne eine Vollmacht angeben, finde ich auch ein Referat Vollmacht. Ja, wie man die inhaltlich anpasst, das hatten wir ja schon in diversen Workshop-Schulungen per Webinar und vor Ort geschult. Jedes Referat hat natürlich andere Inhalte, die abgefragt werden. Nehmen wir als Beispiel Vollmacht und Kaufvertrag. Beim Kaufvertrag werden die ganzen Grundbuchdaten abgefragt, die ich aber für eine Vollmacht gar nicht brauche. Da brauche ich keine Grundbuchdaten. Ja, also wird dort abgefragt, was für eine Art Vollmacht habe ich, wer ist der Vollmachtgeber, wer ist der Bevollmächtigte. Und die Daten sind halt so optimiert, dass ich die halt einfach hochladen kann auf zweronline.de. Beim Kaufvertrag werden dann abgefragt, gibt es dann Beteiligtengruppen, die wie Makler etc., die ich halt nur beim Kaufvertrag brauche. Das sehen wir dann aber gleich. Okay, ich wähle jetzt das Referat Kauf lang mit einem Doppelklick und Sie sehen links, ändert sich direkt diese Leiste. Und wir werden aus dem Kaufvertrag die beteiligten Gruppen eingelesen, die ich alle jetzt erfassen kann. Die heißen halt logischerweise, weil es Kaufvertrag ist, Verkäufer, Käufer etc. So wähle ich mein Referat aus. Sie können auch ein Referat jederzeit tauschen und die Daten dann halt entsprechend der Abfragen eingeben. Dann gehen wir mal auf Weiter. Dann finde ich die Vorgangskopfdaten. Die Vorgangskopfdaten sind bis auf diese Gemarkung, die ich auswählen kann, immer identisch bei jedem Referat. Da verbirgt sich halt der Geschäftswert dahinter, der Name der Akte, welcher Sozius ist dafür zuständig. Also wirklich so Grunddaten, die man für jeden Vorgang braucht. Erst danach wird es dann individuell je nach Referat unterschiedlich. Ja. Was ich aber auch für einen Kaufvertrag brauche, sind die einzelnen Behörden. Ja, das sind die Behörden, die dann entsprechend zuständig sind. Und diese Behörden kann ich mir aus zwei Quellen laden. Einmal aus der Gemarkungsliste. Die Gemarkungsliste ist einfach eine Liste, die Sie selber führen im Notariat. Ja, das heißt, Sie erfassen eine Gemarkung, beispielsweise Wuppertal-Barmen. Und dieser Wuppertal-Barmen, dann suchen Sie sich die entsprechenden Ämter raus, die Sie brauchen. Und dann fragt ihr das System, ob sie das Amtsgericht Wuppertal der Gemarkung Wuppertal-Barmen fest zuordnen wollen. Und die sortiert ihr dann fest zu. Und das nächste Mal, wenn sie die Gemarkung Wuppertal-Barmen wählen, dann erscheint das Amtsgericht oder das Grundbuchamt, je nachdem, was sie dazu sortiert haben, automatisch in der Akte und müssen sie nicht jedes Mal neu erfassen. Das ist die Liste, die sie selber pflegen können. Dann haben Sie die Behördensuche. Die Behördensuche ist dann eine Datenbank, die wir hinterlegt haben. Die beziehen wir extern vom Deutschen Anwaltsverein und oder vom Deutschen Anwaltsverlag, Entschuldigung. Und da können Sie dann auch einen Ort eingeben, kriegen die entsprechenden Ämter vorgeschlagen, können die nochmal kontrollieren, anhaken und dann werden die in die Akte übernommen. Ja, da die extern sind und die nur alle halbe Jahr aktualisiert wird, kann es auch sein, dass da entsprechend die falschen Ämter zusortiert sind, beziehungsweise die noch nicht, wenn jetzt irgendwie eine Gebietsreform war, gerade in Baden-Württemberg hat sich ja viel getan, dass da eben noch die falschen Ämter drin sind. Die können aber auch über die Gemarkungsliste das selber sortieren. Ja, ich wähle jetzt mal die Gemarkung Düsseldorf aus mit einem Doppelklick und Sie sehen, ich habe die ausgewählt und da sind schon Ämter zugeordnet und habe links in der Liste ergänzt das Grundbuchamt, die Stadtgemeinde, das Finanzamt und den Gutachterausschuss. Ja. Sollte es irgendwelche falschen Zuordnungen geben, diese Liste lässt sich bearbeiten in den Einstellungen und kann dann natürlich Falschzuordnungen wieder rausnehmen bzw. die entsprechend neu zuordnen. Gut.
Eine neue Gemarkung lege ich auch hier wieder an, indem ich die erstmal suche und dann würde ich hier irgendwas eingeben und auch dann kann ich hier sagen, einen Tag neu anlegen und alle Ämter, die ich dann auswähle, wird dann abgefragt, ob sie die Ämter dann entsprechend der Gemarkung zuordnen sollen und dann haben sie die miteinander verknüpft. Na, wundern Sie sich nicht, ne? Wenn Sie natürlich jetzt neu anfangen mit Trinotar, ist ja natürlich erstmal nichts verknüpft, logischerweise. Das heißt, Sie bauen sich diese Liste noch dann auf. Unten kann ich noch den Geschäftswert. Den Geschäftswert eingeben, die Währung eingeben, Wiedervorlagedatum, das Hupom, auch das kann ich nochmal anpassen. Manche schreiben noch KV dahinter und habe dann noch das Feld Fremdaktenzeichen. Das werden Sie höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Ist für Kanzleien, die oder Notariate, die noch eine zweite Software führen, wie Anwaltssoftware beispielsweise und da halt eine Verknüpfung der Akten brauchen. Ja, und dann habe ich hier nochmal die Stammakteninformationen zur Verfügung. Sie sehen, ich kann hier auch weiter und zurück durch diesen Baum wandern und mir alle Daten nacheinander anzeigen, das nur die eintragen. Sie können aber auch beliebig in diesem Baum rumspringen. Wenn Sie erstmal zum Beispiel den Makler erfassen wollen, klicken Sie einfach auf Makler. Ja? Wenn Sie erstmal zum Vermessungsamt wollen, dann klicken Sie auf Vermessungsamt und erfassen das. Also in diesem Baum lässt sich beliebig herumlaufen, herumspringen. Sie müssen nicht der Reihenfolge nach vorgehen. Ja, jetzt bin ich wieder beim EVO-Karteiblatt und kann halt hier, jetzt bin ich über die Kopfdaten, wo wir gerade waren, also mit weiter laufen Sie wirklich jedes einzelne Feld durch oder Sie springen halt beliebig im Baum rum, so wie Sie das lieber machen. Sie müssen nicht alle Daten hier in der Akte sofort erfassen. Sie haben ja vorhin gesehen, wenn ich auf Bearbeiten klicke, bin ich genau in diesem Fenster wieder drin. Das heißt, ich kann alle Daten auch im Nachgang noch in der Akte nacherfassen. Ja, ohne dass Sie irgendeinen Komfortverlust haben. Sie klicken auf Bearbeiten und exakt dieses Fenster ist wieder offen. Ja. Viele haben dann Sorge, ach, ich fange jetzt mit der Aktenanlage an und dann muss ich aber jetzt alle Daten bereit haben, wie Grundbuchdaten etc. Brauchen Sie nicht unbedingt. Ja, das brauchen Sie. Nehmen wir an, Sie haben Ihren Grundbuchauszug noch nicht. Dann können Sie die Akte trotzdem anlegen. Sie wissen ja vielleicht, wer der Verkäufer ist, vielleicht auch, wer der Käufer ist. Die Gemarkung steht vielleicht schon fest, vielleicht auch nicht. Dann können Sie die später machen, lassen Sie die Ämter erstmal weg. Hauptsache, Sie haben schon mal eine Akte da. Sie könnten auch schon einen Entwurf schreiben. Der lässt sich nämlich immer wieder aktualisieren mit den Daten. Und dann brauchen Sie nicht hier eine Akte anlegen und erstmal alles fertig machen und vorher alles sammeln. Machen Sie ruhig von Beginn an die Akte. Füllen können Sie die jederzeit. Noch ein Hinweis zur Aktenanlage. Das System ist an der Stelle multitaskingfähig. Das heißt, Sie können Ihre Aktenanlage, würde jetzt sagen wir mal, nehmen wir an, der Chefin kommt rein, steht jetzt hinter Ihnen und sagt, ich brauche mal Informationen zur Akte Wagner-Büller. Ja, das ist aber nicht die Akte, in der Sie arbeiten. Dann können Sie jederzeit die Akte ablegen in die Taskleiste. Das kennen Sie aus anderen Windows-Programmen. Und können Sie hier, nee, nicht neues Dokument, unter Datei, zuletzt verwendet, die Wagner, nehmen wir egal, nehmen wir Mustermann-Achtmann-Akte aufrufen, können hier in die Dokumente gehen, können hier alles mit dieser Akte machen, was Sie wollen. Ja, Sie können hier was ausdrucken, Sie können den Entwurf aufrufen, Sie können auch sogar die Akten bearbeiten. Theoretisch können Sie sogar zwei Akten gleichzeitig anlegen. Ja, Sie dürfen nur nicht die dann verwechseln, wo Sie welche Daten eintragen. Und wenn Sie damit fertig sind, können Sie wieder zurückwechseln in die Vorgangsverwaltung und hier weitermachen. Ja? Noch ein Hinweis: Alles, was Sie hier gerade eingeben, ist noch nicht sofort in der Datenbank gespeichert. Ja, das heißt, diese Akte ist jetzt im Moment noch nicht im System auffindbar. Das hat ja auch noch keine Nummer bekommen. Erst wenn Sie sagen speichern, wird das Ganze in die Datenbank zurückgeschrieben. Und das gilt für alle Module. Ja, für alle. Wenn Sie sich jetzt komplett vertun, Sie haben sich so vertan, dass Sie Sorge haben, also das kriegen Sie nie wieder bereinigt. Ja, dann klicken Sie auf Abbrechen und können jederzeit sagen, ich will abbrechen. Kommt noch eine Sicherheitsabfrage, ne? Wollen Sie wirklich? Ich sage jetzt mal nein.
dann ist es so, als ob Sie gar nichts gemacht hätten. Ja? Wenn Sie sagen, fertig, wird die Akte gespeichert, abgelegt und Sie können die jederzeit, wie vorhin erwähnt, wieder öffnen. Okay, nach den Kopfdaten werden die Infodaten abgefragt. Die Infodaten sind unterschiedlich, je nachdem, was Sie für ein Referat gewählt haben. Das hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Beim Kaufvertrag wird hier Gemarkung, Blatt, Flur, Flurstück abgefragt, während das natürlich Informationen sind, die bei einer Vorsorgevollmacht irrelevant sind, Sie die nicht brauchen. Ja, okay. Beim Kaufvertrag werden die halt abgefragt. Wenn Sie die Daten schon haben, können Sie die hier eingeben. Wenn nicht, tragen Sie die später nach. Ich trage jetzt hier mal etwas ein. Straße. Okay, dann haben wir, habe ich die Daten hier erfasst. Das sind die für Blatt 1. Nehmen wir an, es gibt noch ein Blatt 2, ja, oder mehrere Flurstücke oder mehrere Grundstücke. Das können Sie sehen. Wenn ich dann noch weiterklicke, kann ich das letzte Infoblatt kopieren. Ja, ich kann das mit Vorgaben einfügen oder ein leeres Blatt einfügen. Leer heißt halt komplett leer. Vorgaben heißt, aus dem Administrationsbereich sind schon Vorgaben enthalten. Die sollen mit rein. Ich sage jetzt letztes Infoblatt kopieren. Ich sehe eine exakte Kopie des ersten und kann, manchmal unterscheiden die sich ja nur im Detail und kann dann sagen, okay, das ist Blatt 3 und kann das dann hier entsprechend erfassen. Das können Sie so häufig machen, wie Sie wollen. Theoretisch, ich glaube, 999.000 Infoblätter, also so viele, wie Sie nie brauchen werden. Die Sie nie dann brauchen werden, da haben Sie genug Platz, um alle Informationen unterzubringen, die Sie benötigen. Okay, wir gehen jetzt weiter auf den Verkäufer, wollen den Verkäufer erfassen. Mir wird Wagner schon mal vorgeschlagen. Und wie gesagt, ich muss erst einmal suchen, bevor ich auch einen neuen Klient oder neue Adresse anlegen kann. Ja, ich habe jetzt hier Wagner, wird mir vorgeschlagen aus dem Stammaktennamen Wagner Becker. Ich gebe jetzt hier ein Wagner Arik. Ja, ist natürlich nur Wagner, ist keine geeignete Suche, um hiermit wiederzufinden und finde hier verschiedene Personen. Ja, und wie angekündigt, wenn ich gesucht habe, kann ich auch hier einen neuen Klienten direkt anlegen und den neu erfassen. Ja, das gucken wir uns dann gleich an. Jetzt nehme ich mal den Arik Wagner aus. Gut. Sobald ich einen erfasst habe, angeklickt habe, sehe ich hier nochmal die Adressdaten im Detail. Ja, und kann mir die nochmal ansehen, wie Geburtsdatum, kann nochmal vergleichen, ob das wirklich der Arik Wagner ist, den ich haben will. Ja, ob das der passende ist, ob das der richtige ist. Wenn Sie Adressdaten verifiziert haben, sagen, ja, der passt, aber der hat ja angegeben, der wohnt nicht in der Fürther Straße, sondern in der Kölner Straße. Dann müssen Sie jetzt nicht rausgehen, den suchen, sondern können direkt hier die Stammdaten ändern, überbearbeiten und ich lande in der Adresserfassung. Ja? Mit der Adresserfassung beschäftigen wir uns gleich noch bei dem zweiten Beteiligten, wo wir dann eine neue Adresse. Eine neue Adresse im System erfassen. Deshalb gehe ich hier mal relativ flott durch. Wir wollten aber sagen, er wohnt in der Kölner Straße und nicht mehr in der Hürther Straße. Postleitzahl, Hausnummer bleibt gleich. Ich gehe auf Fertig. Es wird in die Ehegattenkarteikarte übernommen und habe jetzt meine Adresse angepasst. Und auch hier ganz wichtig, ich habe in dem Moment nicht nur irgendwie ein Vorgangsdatum geändert für die Vorgangsakte, sondern die zentrale Adresskartei für diese Person. Ja, das heißt, wenn ich dem jetzt eine Rechnung schreibe, dem Arik Wagner, geht die an die Kölner Straße.
Ja, alle Module greifen auf diesen einen Stammdatensatz logischerweise zu. Dann finde ich unter den Beteiligten noch den Punkt vertritt den nächsten Beteiligten. Was heißt das? Weil ich habe ja hier auch nochmal die Gruppe aller Vertreter. Vertritt den nächsten Beteiligten heißt, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Vertretern, beziehungsweise die im Urkundeneingang unterschiedlich beschriftet werden. Der erste ist der Beteiligte, der für sich selber handelt und auch einen zweiten vertritt. Ein Beispiel: Eheleute kaufen gemeinsam ein Haus, der Ehemann hat Zeit und kommt, die Ehefrau hat keine Zeit und er vertritt seine Ehefrau. Seine Ehefrau handelt aber, tritt auch als Verkäufer auf und er handelt aber auch im eigenen Namen. Der zweite Vertreter ist der Nur-Vertreter, das heißt, das Ehepaar Wagner hat gar keine Zeit, schickt ihren Anwalt und der Anwalt vertritt die beiden, handelt aber nicht im eigenen Namen, sondern ausschließlich als Vertreter. Ja? Den ausschließlich Vertreter erfasst man hier in einer eigenen Gruppe, das werden wir gleich mal tun. Der Vertreter, der auch selbst beteiligt ist, den erfasst man dann zuerst und sagt dann hier, vertritt den nächsten Beteiligten. Es wird ein Vertretungstext vorgeschlagen, den wähle ich hier mal als Standard aus. Ja, und da steht dann drin, hier handeln im eigenen Namen und B als Vertreter für. Diese Raute B, Raute E sind reine Zeilenumbrüche und Anzeigen an Word, die ich dann hier eingeben kann oder auch nochmal verändern kann. Wie gesagt, Raute W ist eine Zeilenschaltung, Raute E ein Tabulatorsprung nach innen, dass dieser Vertretungstext so ein bisschen eingerückt ist und schick aussieht. Gehe ich auf OK und habe den hier als Vertretungstext eingetragen. Dann gibt es noch zwei Kästchen, die ich anhaken kann. Bekannt, nicht bekannt, ist auch wichtig für den Urkundeneingang. Das müssen Sie ja nicht selber schreiben. Moment, ist mir gerade mein Mikro runtergefallen. So, jetzt müssen Sie mich wieder hören. Das müssen Sie ja nicht selber schreiben. Das heißt, ich klicke einfach an, ist der bekannt oder nicht. Und der Urkundeneingang berücksichtigt das, je nachdem, wie diese Person dann hier auftaucht. Um mal zwischendurch zu sehen, was Sie denn hier so fabrizieren für Ihren Urkundeneingang, finden Sie ganz unten in der Beteiligtenliste hier den Punkt Eberstein. Eberstein ist ein Hyperlink, der Ihnen alle beteiligten Daten einmischt in den Urkundeneingang. Ich klicke mal drauf und sehe, was ich erfasst habe. Als Verkäufer, Herr Arik Wagner, geboren am in, hier handeln A im eigenen Namen und B als Vertreter für und Herr Wagner ist dem Notar von Person bekannt. Ja? Mehr habe ich ja jetzt erstmal nicht eingegeben. Da fehlen natürlich noch ein paar Personen, aber ich kann jederzeit hier gucken, passt das denn so oder habe ich mich irgendwie vertan? Ja? Dieses Konstrukt dieser beteiligten Daten, das wird komplett in den Urkundeneingang hineingeladen. Das Aussehen dieses Urkundeneingangs, dieses Textes, kann ganz individuell angepasst werden. Ja, das heißt, je nachdem, wie das hier rauskommen soll, tabellarisch, mit Geburtsort, ohne Geburtsort, Nachname gesperrt, Vorname fett, kursiv, wie soll der Beteiligte abgeschlossen werden mit Komma und Semikolon, lässt sich alles in den Einstellungen abändern und einstellen und verändern. Gut. So. Dann brauchen wir natürlich noch einen zweiten Verkäufer. Das heißt, ich klicke auf die Gruppe der Verkäufer drauf und kann dann hier sagen, neuer Beteiligter. Und habe dann hier den, kann dann hier einen aussuchen. Jetzt nehme ich dann die Eva Wagner. Ups, nein, ich vertippt. Da findet er natürlich nichts. So, und wähle die entsprechend aus mit Doppelklick. Und jetzt habe ich hier im Urkundeneingang, wenn wir hier unten reinschauen, nur weil ich diese Person gewählt habe, stehen als Verkäufer, Herr Arik Wagner, ich handle in einem eigenen Namen, B als Vertreter für, Frau Eva Wagner, geborene Müller, etc. Ja, so kann ich das dann mit den Urkundseingang nacheinander immer wieder aufbauen. Gut, dann brauchen wir natürlich noch einen Käufer. Da gehe ich drauf, da wird mir Bäcker vorgeschlagen, da gehe ich mal auf Suchen.
ungefähr einen Bäcker finden. Da haben wir bestimmt eine ganze Menge und kann mir die hier dann entsprechend aussuchen. Ja. Vornamen eingeben, wenn ich möchte. Die Suchoptionen sind übrigens identisch zu den Klientenakten-Suchoptionen. Das heißt, die haben hier eine sehr gute Möglichkeit, ihre Daten entsprechend wiederzufinden. Okay. Ich hatte ja gesagt, man muss erstmal suchen, bevor hier der Eintrag neue Klientenakte erscheint. Da kann ich auch jederzeit draufklicken und auch jemand neu erfassen. Und dann eröffnet sich die Erfassung. Je nach Sucheingabe wird mir der Vorname auch schon vorgeschlagen. Ich wähle jetzt mal Bäcker und nenne die Margarete. Ja, kann ihn auswählen. Wenn ich Eheleute habe, und das ist eine Besonderheit, die Sie wissen müssen, Eheleute werden in Trinota so behandelt, dass sie sowohl einzeln auftauchen können, ja, als auch als Eheleute gemeinsam auftreten können. Das heißt, zu jeder Ehegattenkarteikarte, wenn Sie hier Eheleute anlegen, werden automatisch für Ehemann, Ehefrau auch zwei einzelne Karteikarten angelegt. Ja, das macht das System automatisch und so können Sie halt auch, wenn jetzt der Ehemann oder Ehefrau eine Vollmacht machen oder bei Ihnen etwas wirklich alleine machen wollen, dann können Sie das auch mit den Einzelpersonen machen. Wie erfasse ich Eheleute? Ich habe hier den Nachnamen und den Vornamen, ja, und kann dann aber sagen, ich möchte nicht Margarete Becker, sondern möchte jetzt Arik, möchte jetzt hier Margarete Becker und Udo Becker. Die sind verheiratet, nennen die Udo und schreibe dazwischen und Margarete. Und ich sage so dem System, ich will Eheleute erfassen. Und so kann ich das dann im Nachhinein erfassen. Das System muss ich natürlich umstellen hier auf Eheleute als Rechtsform, als hier, als Adresstyp meine ich. Und dann wechselt das System auch die Sichtweise. Und jetzt kann ich nicht nur eine Person erfassen, sondern entsprechend zwei Personen erfassen. Ja. Ich gehe nochmal raus und möchte Ihnen da nochmal was zeigen. Wir geben die gleich noch richtig ein. Falls Ihnen was aufgefallen ist, es gibt, wenn ich eine Adresse anlege, auch immer noch hier links unten den Punkt erweiterte Eingabe. Was ist das? Es gibt bei uns im System an diversen Stellen, zum Beispiel auch beim Eintrag in die Urkundenrolle, eine sogenannte Schnellerfassung und eine sogenannte erweiterte Erfassung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, was ist der Unterschied? In der Schnellerfassung, da ist das Ziel, möglichst alle Daten, die Sie so für eine Adresse eingeben, so die Grunddaten, die man eigentlich immer braucht, auf einer Seite einzugeben, ohne dass Sie sich durch ellenlange Menüs und Fenster durchhangeln müssen, um irgendwie Daten einzugeben. Das heißt, die wichtigsten Daten, die Sie brauchen, auf einer Seite finden Sie hier, wie Kommunikationsdaten, Personendaten, also persönliche Daten und die Anschrift. Ja? Sie können dann auch jederzeit in die erweiterte Ansicht wechseln, wenn Sie dann wirklich die volle Adressverwaltung zur Verfügung haben wollen. Da können Sie dann das Bankkonto beispielsweise erfassen, den Namen des Vaters, den Namen der Mutter, den Mädchennamen der Mutter. Also da haben Sie dann nochmal deutlich mehr Optionen, um noch weitere Daten dort einzugeben. Ja, ich erfasse die jetzt einmal. Wir gucken uns dann aber gleich auch nochmal den gleich dann nochmal die erweiterte Eingabe an, was da der Unterschied ist. Jetzt nehmen wir erstmal Eheleute. Wenn ich eine Firma auswähle, wie eine GmbH oder so etwas, dann habe ich natürlich in der Schnellerfassung auch andere Daten, aber auch wenn er kein Geburtsdatum beispielsweise. Jetzt habe ich hier den Udo und Birgit erfasst. Ich habe hier den Udo und hier steht dann Udo Becker männlich, das heißt, hier kommen die Daten des Mannes und bei Birgit Becker die Daten, die weiblichen Daten hinein. Die kann ich dann hier fassen und auswählen.
Dann kann ich die Daten auswählen. Und jetzt kann ich zwei Sachen entscheiden. Entweder, man steht ja hier in Klammern neu. Ich kann die neu erfassen. Das heißt, er erfasst auch jede Einzelkartei neu. Es kann aber natürlich sein, dass vorhandene Klientendaten bei Ihnen heiraten. Also zwei Personen, die eh schon mal einzeln bei Ihnen waren, heiraten jetzt. Ja. Und da kann ich dann sagen, okay, die Birgit Becker, die war schon mal im Notariat. Dann gehe ich hier auf Wählen. Ja, und kann die aus den vorhandenen Adressdaten zuordnen und quasi wie bei Herzblatt kann ich die dann verheiraten und glücklich machen. Gehe auf Wählen. Entschuldigung. Habe dann hier Udo Becker, der bleibt auch neu und die Birgit Becker und das System findet die Birgit Becker im System und ich kann die auswählen. Kann auch sagen, die alte Adresse von oder die bisherige Adresse von der Birgit Becker soll die zukünftige Adresse sein, wähle die aus und gehe auf Übernehmen. Jetzt habe ich hier die Birgit Becker ausgefüllt, hier steht auch nicht mehr neu, sondern weiblich und hier unten den Postleitzahlort, Straße habe ich dann die Daten schon mal eingetragen von der Birgit Wagner, der Becker, Entschuldigung, Birgit Becker und kann die hier quasi dann übernehmen, ohne dass sie die nochmal neu eingeben muss. So, jetzt habe ich die Birgit Becker erfasst, die sind schon Daten dann übernommen. Ich kann die natürlich auch hier noch ergänzen. Ja, die werden natürlich auch dann so geschrieben in die Einzelkarteikarte. Ja. So, dann haben wir den Udo Becker, der ist neu, den muss ich neu erfassen. Der ist dann geboren am 1.1. Karlsruhe, sagen wir mal, ich denke mir jetzt einfach mal was aus. Dann habe ich die Ausweisart, die kann ich hier hinterlegen. Personalausweis, Reisepass, Ausweisnummer kann ich einpassen. Steuer-ID kann ich erfassen. Das Standesamt, also alle wichtigen Daten, die ich brauche. Eine E-Mail-Adresse können Sie hinterlegen. Ja, das ist wichtig, wenn Sie den Entwurf verschicken wollen per E-Mail, dann können Sie die E-Mail-Adresse halt auch dann benutzen. Ja, jetzt habe ich alle Daten eingegeben, gehe auf Fertig und habe meinen Käufer erfasst. Und zwar Herr und Frau Udo und Birgit Becker, die wohnen in Karlsruhe bzw. Lauterbach, also wohnen nicht zusammen, geht natürlich auch. Ich habe jetzt die als Eheleute erfasst und kann dann aussuchen, wieder sind die Vertreter von einem, sind die bekannt oder nicht. In dem Fall nehmen wir mal an, die sind bekannt. Ja, auch die Daten lasse ich aber bearbeiten wieder verändern und nachtragen. Also auch hier sind sie dann völlig offen im System. Zu jedem Beteiligten gibt es dann immer noch das Zusatzinfokarteiblatt, in dem Fall mit dem Voraussetzungsanteil, dem individuellen Betreff. Das ist, wenn Sie einen Brief schreiben, da können Sie natürlich alles, was gelb ist, gelbe Fenster können Sie immer noch verändern. Da können Sie auch etwas dann noch dazu schreiben, wenn Sie möchten. Ja, dann könnte ich noch einen weiteren Käufer erfassen. Also so erfasse ich dann die Beteiligten nacheinander weg. Nehmen wir an, hatten wir ja vorhin gesagt, das Ehepaar Becker, Udo und Birgit, die können beide nicht und schicken ihren Anwalt als Vertreter. Den kann ich dann hier erfassen. Ja, dann habe ich den dann habe ich den Vertreter, den kann ich hier erfassen. Dann nehmen wir hier den Herrn Schade, den kennen wir ja von vorhin schon, den Herrn Schade, wähle den aus. Und auch hier wird gefragt, ist der Vertreter, wen vertritt er denn? Udo und Birgit Becker, die klicke ich einfach an. Und sage dann mit welchem Vertretungstext und kann die dann hier auswählen und sage, okay. Und dann habe ich den Hans Schade erfasst und habe hier handelt nicht in meinem Namen, sondern als Vertreter für.
Ja, und da steht dann eben nicht A und B im eigenen Namen und, sondern er handelt ja ausschließlich für. Wenn ich jetzt in den Nebaustein gucke, der hat natürlich fleißig mitgeschrieben, habe ich jetzt hier A handelt im eigenen Namen als Vertreter für Frau Eva Wagner und dann kommt der Hans Schade zu Ihnen ins Notariat zur Beurkundung und die handelt nicht im eigenen Namen, sondern als Vertreter für die Eheleute Udo Becker, geboren am und Birgit Becker und so weiter. Ja? Wie Eheleute mit dem Wort Eheleute oder getrennt oder wie auch immer die im Urkundseingang erscheinen, lässt sich alles dann einstellen. Und unten steht dann, da wir nicht angeklickt haben beim Hans Schade, dass der bekannt ist, wie es sich aus durch Personalausweis und Herr Wagner ist dem Notar von Person bekannt. Ja, also so bauen Sie sich dann Ihren Urkundseingang auf und das alles, was Sie hier sehen, müssen Sie dann nicht mehr in Word getrennt eintippen. Ja, dann so. Ja, so erfassen Sie dann nacheinander Ihre Beteiligten. Die Ämter haben wir ja erfasst. Sie können dann noch weiter vorgehen, sagen zum Beispiel den Makler wollen Sie noch erfassen. Also so geht man dann einfach die Beteiligten durch und erfasst sie dann, wenn man sie denn schon hat. Ich zeige Ihnen gleich, dass man direkt ohne Probleme in diese Akte wieder hineinkommt, um Daten nachzuerfassen. Ja? Jetzt gehe ich erstmal auf Fertig, speichere meine Akte ab und jetzt kommt ein Fenster, was mir ein bisschen hilft, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Ich kann, das System stellt fest, aha, da ist schon eine Akte offen, und zwar die Akte Mustermann Achtmann. Ja? Jetzt kann ich sagen, ich möchte ein neues Fenster erstellen. Fenster heißt hier eine neue Lasche. Ja? Oder ich möchte den Eintrag Mustermann Achtmann wiederverwenden und habe dann die neue Akte stattdessen geöffnet. Ja, es sind ja nur Ansichten, deshalb muss ich die auch nicht speichern. Ich gehe auf OK und Sie sehen, jetzt habe ich halt eine neue Lasche bekommen. Ansonsten würde Wagner Becker jetzt hier bei Mustermann Achtmann stehen. Und Sie sehen auch, im Unterschied zu Mustermann Achtmann ist die Akte deutlich kleiner geworden. Ja, wir haben ja bisher nur den Aktenkopf erfasst. Wir haben verschiedene Ämter ausgewählt, eine Gemarkung ausgewählt, deswegen sind die alle hier drin. Wir haben einen Makler erfasst, zwei Verkäufer und einen Käufer und einen Vertreter. Ja, mehr haben wir ja bisher noch nicht gemacht in dieser Vorgangsakte und haben so halt die Akte erstmal, sagen wir mal, grund vorbereitet. Ich komme aber, Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Okay, Sie können aber jederzeit in diese Akte wieder hinein und Daten nacherfassen. Ja, das ist überhaupt kein Problem, indem Sie einfach auf Bearbeiten klicken. Ja, Sie klicken hier drauf, sind sofort in der Bearbeitung und auch wenn Sie Bearbeiten geklickt haben, können Sie hier natürlich Beteiligte hinzufügen. Adressdaten ändern. All das, was wir gerade gemacht haben, können Sie hier auch tun. Und zwar können Sie hier auf den Arif Wagner gehen, hier können Sie Bearbeiten, Adressen ändern. Sie können sagen, ach, der ist doch nicht bekannt. Ja, dann klicken Sie drauf. Oder Sie sagen, vertritt den nächsten Beteiligten doch nicht. Da können Sie den rausnehmen, wenn jetzt die Eva Wagner plötzlich doch kommt. Ne? Dann nehmen Sie das hier raus. Dann haben Sie im Eberstein eben nicht mehr stehen, vertritt, sondern Eva Wagner kommt als Verkäufer mit. Ja? Also die Daten lassen sich jederzeit hier verändern und Sie können dann auch, wenn Sie Bearbeiten geklickt haben, auch Beteiligte hinzufügen. Ja, wenn jetzt plötzlich der noch ein zweiter Käufer auftaucht, gehen Sie hier auf Käufer drauf, auf die Gruppe und sagen hier neuer Beteiligter und erfassen den. Ja, also Sie sind hier dann völlig offen im System und können alles in dieser Akte tun, was Sie noch weiter hinzufügen möchten. So, ich gehe auf Fertig. Sie können sich die Daten nochmal ansehen, beispielsweise den Harald Wagner, wenn Sie den jetzt wieder anpassen wollen. Ja, dann können Sie auch hier Bearbeiten klicken. Sie sind direkt in einem Bearbeitungsmodus für den Harald Wagner, der ist vorausgewählt.
und können hier auf Bearbeiten gehen und die Daten dann verändern und anpassen und alles machen. Auch wenn Sie jetzt hier gesagt haben, ich will den Beteiligten bearbeiten, können Sie dann selbstverständlich auch in gläubige Abteilung 3 erfassen. Ja, also dass Sie landen nur an der entsprechenden Stelle, dürfen aber natürlich auch alle weiteren Dinge in dieser Akte tun. Okay, dann wollen wir mal beginnen, unsere Akte zu füllen. Wir haben die ja jetzt ganz neu angelegt, gleichzeitig auch mit Udo und Birgit Becker ein neues Ehepaar angelegt. Ja. Und jetzt wollen wir gerne einen ersten Entwurf schreiben. Ja. Entwurf finden Sie unter aktuelle Auswahl und dann wollen Sie etwas zur Akte hinzufügen. Das System sagt Ihnen schon, wo Sie hinklicken müssen und ich klicke auf hinzufügen. Sie finden in dieser Liste verschiedene Funktionen. Ja, Sie können noch ein weiteres Infokarteiblatt ergänzen, AWO-Auswahl, also alles, was das Symbol hat, mit diesem Brief, mit diesem Plus, da können Sie irgendein Word-Dokument hinzufügen. Ja. Sie können Beglaubigung auswählen, Sie können einen Brief schreiben, das wäre ein Einzelbrief zur Vorgangsakte und Sie finden hier auch in dieser Liste Entwurf. Dann gehe ich auf Entwurf, finde mein Entwurfsdokument, kann hier beschreibenden Namen eingeben. Der wird mir vorgeschlagen aus der Akte mit der Entwurfsnummer. Der Dateiname ist auch die Entwurfsnummer, das ist die 1160. Ja, das ist das, was ich vorhin als Referenznummer bezeichnet habe. Über diese finden Sie auch die Akte sofort wieder. Dann gehe ich auf Speichern. Ja, und jetzt lande ich dann in dem Abfragebaum, So, dann haben Sie das haben Sie ja, wie man dieses anpasst, diese verschiedenen Funktionen, diese verschiedenen Muster, die Sie in Ihre Struktur gebaut haben, das haben wir in dem Vorbereitungsworkshop uns einmal angeschaut. Das heißt, Sie wählen Ihre Muster hier aus. Wichtig ist, entweder mit Doppelklick oder mit Klick auf Ausführen, dass Sie die hier auswählen und dann entsprechend wird Ihnen im Hintergrund Ihr Entwurf erstellt. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf Fertig klicken, dann brechen Sie an dieser Stelle die Erstellung ab. Und dann wird Ihnen Ihr Entwurf zusammengemixt. Es öffnet sich natürlich der Entwurf erstmal in Word. Dann schauen wir uns einmal Word an. Wir haben dann hier den UKIS-Eingang vorgeladen. Das kann natürlich bei jedem so, der sieht natürlich bei jedem ein wenig anders aus, auch vom Inhalt her hat natürlich jeder seine eigenen Muster hinterlegt. Ja, wir gucken uns einmal an, was in Word für So, dann haben Sie verschiedene Knöpfe in Word in Ihrem Trinotar-Leiste. Die können Sie dann hier auswählen. Und welche Sie brauchen, gehen wir einmal durch. Es gibt einmal die Textbausteinverwaltung. Die kennen Sie ja aus dem Vorbereitungsworkshop. Die kann ich immer aus Word aufrufen. Und an die Stelle, an der der Cursor gerade steht, ja, kann ich dann einen Textbaustein hineinladen. Da gehe ich drauf. Ich lande kann mir hier einen Ordner aussuchen, beispielsweise den Ordner, wo haben wir denn? Ja, Muster Wagner, das ist jetzt ein Beispielordner. Ich suche mir ein Muster aus, nochmal in Kaufvariante 2 beispielsweise, gehe auf OK und lade mir an dieser Stelle mein Muster hinein, meinen Baustein und habe den dann hier halt ergänzt. Ja. Ja, und hier, da war es, Moment, ein bisschen weiter runter. Und habe dann hier meine Variante 2 eingefügt. Also so können Sie auch in Zollmuster, wenn Sie welche vorbereitet haben, auch einzelne Bausteine, Abschnitte, die Sie halt seltener brauchen,
einfügen. Ja? Dann können Sie hier Felder bearbeiten. Was heißt Felder? Sie finden ja in Ihrem Muster, beispielsweise in Ihrem Urkundeingang, jetzt haben wir hier keinen Urkundeingang, keinen Lieberstein drin, das ist natürlich blöd, brauchen wir nicht. Okay, machen wir jetzt nochmal, da habe ich irgendwie meinen Urkundeingang selber. Da habe ich irgendwie mal selber meinen Eberstein rausgelöscht anscheinend. Ich mache mir nochmal einen neuen. Tick. Ich glaube, ich habe mir aus Schulungszwecken meinen Urkundseingang kaputt gemacht. Okay, der kommt leider an der Stelle nicht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Okay, gehen wir mal runter zu dem, ja, kann man das am einfachsten erklären, zu dem Kaufpreis. Wir hatten ja vorhin als Geschäftswert 20.000 Euro eingegeben. Der gibt hier 20.000 Euro aus. Auch in Worten 20.000 Euro und kann hier die Daten ein. Jetzt habe ich hier rote Felder drin mit so spitzen Klammern. Die sieht man, wenn ich hier auf Start gehe, auf diese Steuerzeichen. Ja, da kann ich die an- und ausmachen. Diese roten Felder sind eine bestehende Verbindung zur Datenbank. Das heißt, alles, was ich in der Akte eingegeben habe, wird mir dann hier auch ausgegeben. Und alles, was ich in der Akte ändere, ja, wenn ich jetzt hier in die Akte gehe, gehe auf die Akte drauf, auf Bearbeiten. So, in die Vorgangskopfdaten und sage hier nicht 20.000 Euro, sondern 30.000 Euro. So, dann gehe ich auf alle Felder aktualisieren. Jetzt bin ich wieder in meinem Word-Dokument. Ich hatte ja die Aktenbasis geändert. Sage Felder aktualisieren. Und wenn ich jetzt hier in meine hier drauf gehe, habe ich hier im Kaufpreis 30.000 Euro und in Worten 30.000 Euro stehen und habe so meine Daten aktualisiert, ohne dass ich das hier reinschreiben muss. Ganz wichtig bei der Arbeit mit Hypertext-Feldern ist, wenn Sie hier reingehen und ändern per Hand von 30 auf 40.000 Euro. In dem Moment schreiben Sie nicht in die Datenbank, sondern ausschließlich in Word. Und wenn ich jetzt sage, das aktuelle Feld soll aktualisiert werden, macht das System wieder 30.000 Euro draus. Warum? Weil ich ja in der Datenbank noch 30.000 Euro drin stehen habe. Ja? Das heißt, Sie können in der Aktendaten ändern, können hier das sich jederzeit aktualisieren. Ja? Wenn Sie aus Word heraus Datenbankfelder ändern wollen, dann gehen Sie auf aktuelles Feld bearbeiten. Ja, und jetzt schaue ich quasi in die Datenbank hinein und kann aus den 30.000 Euro 50.000 Euro machen. Gehe auf OK. Ja, möchten Sie das gesamte Dokument aktualisieren? Ja, ich habe ja auch hier in Worten 30.000 Euro stehen. Das Dokument aktualisiert sich einmal komplett. Jetzt ist auch der Urkundseingang drin. So, jetzt habe ich hier den Kaufpreis 50.000 Euro stehen. In Worten 50.000 Euro drin stehen und wenn ich in die Akte schaue, einmal die Ansicht aktualisieren und auch in der Akte hier 50.000 Euro stehen. Ja, das ist eine ziemlich gute Sache. Denken Sie nur dran, in Hyperlinks hineinschreiben sollten Sie nicht. Ändern Sie es in der Datenbank und dann können Sie es hier einfach aktualisieren. Ja, wenn Sie jetzt den Entwurf ausdrucken wollen, über Datei drucken, druckt es aus. Rote Felder werden ja schwarz-weiß ausgedruckt, so leicht gräulich angezeigt. Ja, das sieht nicht so schön aus. Deshalb gibt es hier eine Funktion Drucken mit temporärem Fixieren. Da können Sie draufklicken. Alle roten Felder werden für den Druck schwarz gemacht. Ja, und danach wieder rot. Das heißt, Sie kappen nicht die Verbindung zur Datenbank. Ja, dann werden die schick in ganz schwarz ausgedruckt. Aber die Datenbankverbindung bleibt bestehen. Jetzt kann es sein, dass Sie irgendwann mal sagen, jetzt ist die Urkunde fertig. In der Regel kurz vor Beurkundung, also kurz vor Vorlesen der Urkunde, dass Sie das Dokument fixieren wollen.
dass sie sagen wollen, okay, Datenbankverbindung, jetzt lesen wir vor, jetzt soll die Datenbankverbindung gekappt werden und dafür gibt es hier die Funktion, alle Felder fixieren beziehungsweise aktuelles Feld fixieren. Aktuelles Feld fixiert Ihnen nur das, wo Sie gerade drin stehen. Alle Felder fixieren macht Ihnen das ganze Word-Dokument einmal aktuell und dann reinen Word-Text raus. Wenn ich da drauf gehe, fragt er, so, möchten Sie wirklich? Ich sage ja. Es wird alles nochmal aktualisiert und danach ist das komplette Word-Dokument schwarz. Ja, es ist durchgefärbt auf schwarz und die Datenbankverbindungen sind weg. Ja. Jetzt haben Sie ein reines Word-Dokument. Wenn Sie jetzt hier 60.000 reinschreiben, das ändert sich auch nicht mehr ab, sobald Sie es gespeichert haben, schreibt sich aber auch nicht mehr zurück in die Akte. Das heißt, jetzt müssen Sie dann denken, in Worten müssen Sie es mit anpassen und in der Akte eventuell auch. Wann man fixiert, ist jedem Notariat im Prinzip selber überlassen. Das kann das Notariat im Prinzip selber entscheiden. In der Regel wird kurz vor Beurkundung, also kurz vor dem Akt des Vorlesens, wird das Dokument fixiert und alle Änderungen, die handschriftlich vom Notar oder der Notarin halt während des Vorlesens noch gemacht werden, weil irgendwie nachverhandelt wird etc., werden dann handschriftlich halt eingetragen. Die müssen dann halt in Akte und Word-Dokument ergänzt werden. Okay, machen wir Word wieder zu, gucken uns in unser Akt an. Ich hatte ja zwei Dokumente erstellt. Das ist die Nummer A und das ist die 1160 und das sind die beiden Dokumente, die ich da angelegt und benutzt habe. Okay, bevor wir jetzt das letzte Thema angucken, das ist nämlich Entwürfe schreiben aus dem Verfügungsbogen raus. Das wäre das letzte Thema für heute. Schauen wir uns noch einmal die Entwürfe an. Wenn Sie jetzt eine größere Änderung im Entwurf haben, möchten viele Notariate eine Historie sich aufbauen und eine Kopie haben des Entwurfs, ja. Und da können Sie, bevor Sie Änderungen vornehmen, und das können Sie vorher machen, indem Sie auf das Dokument gehen, rechte Maustaste und dann sagen Duplikat erstellen. Dann wird Ihnen ein Duplikat, ups, das hatte ich letztes Mal auch schon mal, da ist irgendwie mein Notebook hängen geblieben. So, Duplikat erstellen, dann sage ich möchte gerne das Duplikat in den aktuellen Vorgang. Es geht auch in den weiteren Vorgang. Das können Sie sich auch dort hinein kopieren, wenn Sie jetzt hier eine spezielle Passage drin haben. Ich gehe auf Speichern. Das Duplikat wird produziert und erstellt und Sie sehen, jetzt habe ich hier meinen dritten Entwurf. Kann den wieder bearbeiten und den verändern und dort alles eintragen. Ja, und beispielsweise größere Änderungen vornehmen, habe aber immer noch das Original in der Hinterhand, falls ich das nochmal brauche. Okay, dann kann ich Briefe schreiben, entweder über den Verfügungsbogen vollautomatisch, ich gehe mal hier drauf, im Verfügungsbogen hinterlegt sind, welche Briefe werden wann an wen geschrieben und zwar unterschriftsfertig, ja. Ich habe hier verschiedene Stufen. Stufe 1 ist die Entwurfsübersendung, Stufe 2 die Abwicklung nach Beurkundung und dann geht es hier unten weiter. Moment. Ja, ich mache das mal hier runter. Sehen wir ein bisschen mehr. Dann sehe ich hier unten noch, ne? Jetzt bin ich aber hier. Ja, dann habe ich hier noch die Fälligkeitsmitteilung und habe hier meine einzelnen Stufen aufgelistet. Jetzt sehe ich hier zwei verschiedene Farben. Es gibt insgesamt vier Farben. Es gibt die Farbe Blau, das heißt, die Stufe ist möglich, die Briefe kann ich schreiben, allerdings ist die noch nicht abgewickelt worden. Dann gibt es die Farbe Grün, die sehen wir dann gleich, das heißt, der Brief wurde produziert und ist komplett erledigt. Dann gibt es die Farbe Rot. Die Farbe Rot zeigt mir an, ein oder mehrere Voraussetzungen sind noch nicht erfüllt. Das heißt, in dem Fall Eintrag in die Urkundenrolle. Ja, das ist noch nicht erfüllt, noch nicht eingetragen. Später in der Fälligkeitsmitteilung sind, wenn ich hier drauf gehe, nicht vorhandene irgendwie in Aktenstatus Voraussetzungen, sondern Stufen vorangegangene Stufen, dass die erledigt sind. Ja, und zwar in dem Fall die komplette Stufe 2.
Da stelle ich auch diverse Anträge, die ich stellen muss. Und erst wenn die grün sind, wenn die erledigt sind, wird diese Stufe als erledigt markiert und die Voraussetzung gilt als erfüllt. Jetzt kommt noch eine Frage. Nach den Ausweisarten, habe ich das übersehen? Nee, die kam gerade, zeige ich Ihnen gleich, wie man da Ausweisungen noch hinzufügen kann. Lassen Sie uns einmal noch die Briefe schreiben. Jetzt gibt es Stufen, wie zum Beispiel den Antrag ans Grundbuchamt. Die werden mit Erstellen nicht sofort grün, also nicht erledigt, sondern sie erwarten da ja noch eine Rückantwort. Das heißt, die werden erstmal auf gelb gestellt, wie so ein Ampelsystem. Solange die gelb sind, gilt die Stufe und die Voraussetzung für die Fälligkeitsmitteilung noch nicht als erfüllt. Und erst wenn ich die abhake, sage, okay, die ist erledigt, wird die Stufe grün. Ja? Dann gibt es noch einen hier hinten, hier vorne einen, an welchen Beteiligten geht das, eine Beschreibung und welches Briefmuster wird benutzt. Und Sie werden gleich sehen, wie die Briefe dann hinauskommen aus dem System. Ich kann das Ganze ausdrucken. Ich habe hier oben noch, da sind jetzt momentan ausgegraut, kann ich Stufen manuell als erledigt markieren. Das brauche ich dann später, wenn ich hier Anträge wirklich abhaken will und als erledigt markieren möchte. Ja. Ich kann hier den Verfügungsbogen noch bearbeiten, wobei in der Regel wird der im System halt von den Administratoren bearbeitet und vorgegeben. Ich kann, wenn ich jetzt mit dem Käufer schon eine E-Mail geschrieben habe oder der hat seinen Entwurf schon, kann ich einzelne Stufen hier über diesen Button auskommentieren. Das heißt, die wird nicht mitproduziert. Ja, ich kann auch jederzeit Stufen wieder einkommentieren. Hier dieses X heißt Stufe komplett löschen, also nicht nur deaktivieren, sondern komplett entfernen aus dem Verfügungsbogen. Unter Einstellungen kann ich mir dann noch verschiedene Einstellungen voreinstellen. Das kann jeder Anwender selber machen. Zum Beispiel kann ich sagen, alle auskommentierten Stufen will ich nicht sehen, beziehungsweise sehen. Im Moment sehe ich sie nicht. Klicke ich da drauf, sehe ich auch die Stufen, die deaktiviert sind. Die haben keine Farbe und sind so grau. Ja, und kann die auch jederzeit wieder aktivieren, wenn ich das möchte. Ja. Und dann kann ich mir hier noch halt mit den Farben spielen. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne diese Bode nicht sehen, dann kann ich halt diese Bälle ausblenden. Wenn Sie sagen, ich mag die gerne, dann blenden Sie sich halt wieder ein. Ja. Der wichtigste Knopf hier ist der Punkt Abwickeln. Damit wickel ich wirklich die Stufe ab und starte meine automatische Brieferstellung. Ich klicke drauf. Die Stufe 1 ist automatisch angehakt. Alle blauen sind aktiviert. Und kann die Briefe schreiben. Jetzt kann ich hier unten noch auf Beteiligten anzeigen klicken, beziehungsweise Gruppennamen anzeigen. Da kann ich hier, wenn Sie Stufen haben, die nicht den Gruppennamen in der Beschreibung haben, können Sie die hier nochmal einblenden. Ja. Wenn Sie auf Beteiligte anzeigen klicken, können Sie einzelne Beteiligte auch rausnehmen. Ja. Wenn Sie zum Beispiel sagen, hier die Eva Wagner soll keine Post kriegen, nur der Alex Wagner, nehmen Sie die wieder raus. Ja. Interessant ist diese Funktion für Erbengemeinschaften. Wenn Sie eine Erbengemeinschaft haben von 10 Leuten, eine hat die Briefvollmacht, dann nehmen Sie alle 9 raus und schreiben nur den Brief an diese eine Person. So, dann haben wir das Abwicklungsdatum. Das können Sie auch vordatieren oder nachdatieren. Sie können auch einstellen, dass Sie keine Dokumente erzeugen wollen, heißt keine Word-Dokumente. Sie wickeln die Stufe nur ab und sagen, die sind erledigt. Ja. Dann wollen wir das mal produzieren. Die Stufe 1 haben wir ausgewählt. Gehe auf OK. Startet die Abwicklung, das Dokument speichern. Ja, habe ich mal weggeklickt. Kann ich einmal das Dokument speichern. Dann wird noch gefragt, wer unterschreibt denn diese Briefe? Nehmen wir den weg. Und ruckzuck, ohne dass man es sieht, werden mir die Briefe zusammengemischt. Und die sind jetzt schon fertig. Das heißt, ich habe mir jetzt in dem Fall 5 Briefe, aber viel schneller ist es bei 40 Briefen auch nicht. Das geht dann ruckzuck, haben Sie sich Ihre Briefe fertig. Ich habe jetzt hier den ersten Brief an den Alex Wagner, Kölner Straße in Hürth, mit dem Brief als anlagebesetzlichen Entwurf, bitte bitte diesen durchzulesen, halt Ihren üblichen Text, den Sie wahrscheinlich schon hinterlegt haben hinter Ihrem Muster. Ja? Dann habe ich den weg. Dann habe ich den nächsten Brief, das ist an den Arik Wagner, dann die Birgit und Udo Becker, dann an den Hans Schade. Ne? Und da habe ich dann mir der hat kein Briefetikett, das ist, weiß nicht, an wen der
Ding, ach, der Hans-Makler, nee, hatte ich mal das Briefetikett gelöscht. Okay, so erstelle ich mir dann auf Knopfdruck meine Standardbriefe. Und wenn ich in den Verfügungsbogen gucke, die erste Stufe ist grün geworden, ja, mit grünen Bällen, die Stufe ist erledigt und hat bei veranlasst bei 18.12. ein Datum eingetragen. Ja, dann haben Sie das Datum drin und die Stufe ist erledigt. Die nachfolgende Stufe, Abwicklung 2 nach Beurkundung, ist immer noch nicht fertig. Ja, die ist immer noch rot, weil hier eine Beurkundung Voraussetzung ist. Das ist Thema morgen, das gucken wir uns morgen an und auch wie ich dann im Verfügungsbogen damit umgehe. Ja, jetzt haben wir erstmal geübt, wie schreibe ich einfach mal meine Briefe, meine Standardbriefe auf Knopfdruck. Es geht natürlich auch zu schreiben einen Einzelbrief. Ja, und da gehen Sie auf die Vorgangsakte drauf, hinzufügen, Brief. Auch hier wieder das Speichernfenster. Speichern. Ja, dann kann ich auswählen, welcher Briefkopf soll da eine Grußformel drunter oder nicht. Das hat damit zu tun, wie Ihre Briefkörper aussehen, Ihre Textmuster. Dann gehe ich auf Ausführen und jetzt kann ich im Gegensatz zu automatischen Abwicklungen mir einzelne Personen auswählen, an denen ich einen Brief schreiben will. Nehmen wir mal die Eva Wagner. Der Brief wird mir produziert. Ja, jetzt hier Arik Wagner. Wahrscheinlich habe ich da auch das Briefetikett mal vertauscht und habe dann hier den Brief bis sehr geehrter Herr Wagner. Im Vergleich zur automatischen Abwicklung, wo dann direkt das Briefmuster dazu kommt, habe ich halt hier dann eine Möglichkeit, den Text selber zu schreiben oder, wenn ich möchte, über Trinota, über die Textbausteinverwaltung, kann ich mir unter Briefe halt ein entsprechendes Briefmuster aussuchen. Nehmen wir einfach mal auch einen Entwurfsbrief. Okay, und dann wird der Brief, hier war noch ein Hyperlink drin, wird halt das Briefmuster wie entsprechend hier reingeladen und dann kann ich aber auch hier natürlich nochmal Änderungen vornehmen, was dazu schreiben. Ja, also das wäre jetzt ein Einzelbrief, den ich zur Vorgangsakte schreiben möchte. Sie können Einzelbriefe natürlich auch an mehrere Beteiligte gleichzeitig schreiben. Ne? Das ist natürlich immer möglich, aber Unterschied zur automatischen Abwicklung, der Briefkörper, also der Briefinhalt ist halt leer. Okay, damit wären wir mit den Themen für heute erstmal durch. Ich beantworte jetzt noch die Frage, eine Frage kam schon rein, wie ich halt die Personal, die Ausweisung noch erweitern kann. Das zeige ich Ihnen gleich und dann hören wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Wochenanfang, einen schönen Montag und Fragen dürfen Sie natürlich jetzt noch stellen. Die erste Frage mit der Ausweisung werde ich dann beantworten. Sie gehen auf Datei, Einstellungen, Referate, Stammaktentypen, Parameter und haben Sie dann haben Sie hier verschiedene Optionen und unter Extra Werteliste finden Sie hier die Funktion Ausweisart. Da können Sie draufgehen und da finden Sie hier den Personalausweis und den Reisepass und können über Plus hier weitere ergänzen. Ja, da gibt es hier türkische, also können Sie hier Führerschein, ne, je nachdem, was Sie ergänzen wollen. Die Kurzbezeichnung ist einfach die Auswahl und die Langbezeichnung ist dann die Ausgabe, die es gibt. Die können Sie dann hier ergänzen. Und so können Sie sich dann Ihre Ausweisungen erweitern oder vorhandene auch bearbeiten und verändern. Das geht dann wieder über diesen Stift. Ja, das ist eigentlich relativ einfach und können die dann hier anpassen und ergänzen. Ich hoffe, die Frage ist ausreichend beantwortet. Jetzt schreiten wir zur